Moin, willkommen zurück bei Obduction. Ich bin der Baume. Ich habe ein bisschen was an den Einstellungen geändert. Es soll jetzt ein wenig performanter laufen. Mir wurde gerade eben aus dem Chat gesagt, dass es normal ist, dass das Spiel so viel CPU frisst. Ich habe ein bisschen was im Taskmanager umgestellt und so. Und wenn ich auf meinen Kontrollmonitor schaue, sieht es jetzt ein wenig besser aus als gerade eben noch. Okay? Okay, sehr schön. Und CPU ist bei 94-96%. Geil. Vorhin war sie permanent bei 100. Und das will ich meinem PC einfach nicht antun. Backfisch. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Viel Spaß mit dem Bart. Klippen dir hin, wo du willst. Muss nicht unbedingt im Gesicht sein. Geht die Tür auf? Nein. Okay. Ruckelt's ein wenig, das Spiel? Ich habe nicht geguckt, das läuft nicht auf der Unity Engine, oder? Ist das vielleicht ein Fehler? Vielleicht frisst das Spiel deshalb so viel CPU, obwohl es das gar nicht müsste. Es ist immer ein bisschen schade, wenn so viele Sachen doch eigentlich über die Grafikkarte laufen könnten, weil ich habe eine sehr, 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 sehr geile, die beste Grafikkarte dank euch. Kann ich eigentlich mal ruhig sagen. Dankeschön. Danke, 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 dass ihr mir so krass geholfen habt bei dem Kauf dieser Grafikkarte. Dank euch habe ich die beste Grafikkarte, die es aktuell auf dem Markt gibt, in meinem Rechner drin. Und trotzdem nutzt das Spiel die einfach nicht. Das ist wirklich schade von der Programmierung her. Ich könnte mir auch noch eine krassere CPU reinbauen, aber, weißt du? Warum? Wozu? Aber naja, das sind jetzt hier irgendwelche Technikdetails, da will ich mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mit beschäftigen. Es nervt mich auch immer, wenn ich merke, dass mir solche Dinge im Kopf rumgehen, wo ich doch eigentlich das Spiel spielen will. Aber sowas beschäftigt einen halt. Das macht es einem immer ein bisschen kaputt. Das macht es einem leider ein bisschen kaputt. Ich will mir solche Gedanken eigentlich gar nicht machen. Ich will viel lieber wissen, wo dieser fucking Laser herkommt und was das hier soll. Und was das da hinten ist. Und warum hier so viele Schienen sind. Und kann ich hier durch? Ich kann da durchlaufen? Echt jetzt? Ich dachte, ich sterb jetzt. Hi! Na? I am a Mr. Bombastic. Hui! Was bin ich für ein Mensch, Alter? Bin ich überhaupt noch ein Mensch? Ich steck mal die Weiche. Und da ist ein Knopf zum Drücken, großer Roder. Das gefällt dem Baume. Passiert da auch was? Das ist der erste rote Knopf auf der Welt, den ich drücke, bei dem nichts passiert. Nichts. So schade. So schade. Ja, dich müssen wir ändern. Das geht so gar nicht. Du machst gar keinen Sinn. Da bist du schon ein Laser und dann du machst gar nichts draus. Das müssen wir ändern. Und du da hinten, du bist ja auch äußerst nutzlos. Wir müssen irgendwas Cooles aus euch machen. Was Geiles. Wir kreuzen die Strahlen und öffnen das Loch zu einem neuen Realität oder so. Oh, was bist du? Es macht Geräusche. Ist das eine Klingel? Hi! Na? Ja, und du solltest dein Greenscreen besser ausleuchten, mein Freund. Things up a
Oh, ich dachte ganz kurz, er hätte da ein Würstchen in der Hand und keinen Regenschirm, aber er hatte wohl einen Regenschirm. Oder vielleicht einen Gehstock. Der Typ ist asynchron. Kiwi, nicht nur der Typ. Ich habe das Gefühl, ist alles asynchron. Ich werde trotzdem nochmal klingeln, nur um ihn zu nerven. Schade. Okay, anscheinend hat der Typ mit seiner Streaming-Software auch Probleme, dass er asynchron ist, dann passt ja alles. Okay, also Ziel Nummer 1, Strom anstellen. Sehr gut. Das ist eine Aufgabe, der ich nachkommen kann. Egal auf welchem Planeten ich bin. Okay, ich kann in etwa verstehen, wie dieser Lift hochfahren kann, aber wie kommt der wieder runter? Trotzdem ist das eine coole Apparatur, gefällt mir. Hätte von mir stammen können. Ich bin nämlich auch ein sehr kluger Mensch, der gerne auf Alien-Planeten abgefahrenen Scheiß baut. In meiner Freizeit. Leider wurde ich in meiner Freizeit noch nie von Aliens entführt. Aber sollte es mal passieren, dann könnt ihr euch vorstellen, dass sowas auch von mir kommen könnte. Das geht nicht auf. Es hat weder einen Griff, noch ein Schloss, noch sonst was. Ich wüsste nicht, wie wir hier... Ach, dahinter ist ein Riegel. Okay, dann ist das wahrscheinlich der Ausgang. Die Frage ist, wie kommen wir rein, wenn nicht hier? Okay, mit dir wollte ich sowieso noch mal reden. Was können wir mit dir machen? Effektiv nichts, wie es scheint. Das macht mich jetzt ein wenig traurig. Du warst irgendwie so mein erstes Ziel und persönliches Achievement, was ich hier in diesem Spiel erreicht habe und du bist irgendwie einfach nur ein Blickfang. Es tut mir leid, Lady. Das reicht mir nicht. Ich erwarte mehr. Dann mach halt weiter deinen Scheiß, okay? So schnell werden Objekte langweilig. Diese Tür! Kiwi, was ist los mit dir? Was ist los? Was ist da los? Was ist da los? Was hat's mit dieser Tür auf sich? Werde ich da noch öfters vorbeikommen, oder was? Trollin hat das Spiel schon gespielt. Das für alle die, die es nicht mitbekommen haben. Die ist, ich glaube, durch hat sie es noch nicht. Aber sie ist 10 Minuten vom Ende des Spiels. Ich glaube nicht, dass wir das heute alles in der Aufnahmesession schaffen werden, weil es macht auf mich den Eindruck, als ob es riesengroß wäre, dieses Game. Was geht denn hier ab? Hallo? Hallo? Vielleicht mit Anlauf, pass auf. Ich habe schon wieder ein Foto gemacht, obwohl ich springe. Wobei, Fotos sind gut. Yay, was ist das da hinten? Das ist doch der Stein, aus dem die Scheiße ist, wo die Memos rauskommen. Ist das vielleicht der Planet, wie er wirklich aussieht? So sieht der Planet aus, ohne dass man Scheiß von der Erde reingepuppet hat. Und das hier ist alles Erden-Scheiß? Die haben sich einfach gedacht, okay, wir nehmen mal so ein bisschen Wüste, da beamen wir dann noch ein bisschen Texas rein und ein bisschen anderen Scheiß und ich mache nochmal ein Foto. Oder so. Bisschen Wasser, ne, bisschen Luft, bisschen Sauerstoff, weil da hinten kommt dann kein Sauerstoff mehr. Da würden die Menschen alle sterben. Und deshalb machen wir da so eine Wubbelwand hin, die sie nicht durchlässt. Die berühmte Wubbelwand. Wer kennt sie nicht? Wer liebt sie nicht? Reibt euer Gesicht dagegen und ihr merkt, wie es euch über die Haut wubbelt. Aber ich wollte schon wieder springen. Böser Daumen. Du. Finger weg von der Leertaste. Ich habe die Hand jetzt so an der Tastatur, damit ich nicht nochmal auf die Leertaste raufkomme. Aber das ist echt komisch. Du willst springen und es kommt diese scheiß Kamera. Das macht mich verrückt. Okay.
Ich mach mal die Schleuse auf. Das gibt direkt ein Achievement, Let It Flow. Also habe ich das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Irgendwas, was richtig ist. Irgendwas, was dieser Welt einen Sinn gibt. Ich würde gerne einen Sinn in dieser Welt finden. Weil momentan bin ich ehrlich gesagt dezent überfordert mit dem, was hier abgeht. Dieser Laser macht mich halt fertig. Irgendwie. Da hinten ist die Welt auch zu Ende. Also, sobald der interessante Part kommt, der Teil mit dem lilanen Gebirge, mit den kleinen Energieknödeln, die da drin liegen, da ist Alienland. Da darf der Baume nicht hin. Da, wo die fliegenden Inseln sind, da darf der Baume nicht hin. Schönen Dank, Spiel. Schönen Dank auch. Danke. Scheiße. Hallo? Warum ist hier keiner? Der Einzige, der hier ist, ist asynchron und schlecht ausgeleuchtet vom Bluescreen. Greenscreen meine ich doch. Ich guck mir jetzt den anderen Mist noch. Ich guck mir jetzt nochmal den Laser an. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Und zur Not gehe ich hier rauf und spring von da oben runter auf die Gleise, auf dass dann da irgendwas Neues passiert. Es geht nicht. Ich habe schon wieder ein Foto gemacht, weil ich springen wollte. Das regt mich langsam auf. Entschuldigung. Ich will gern springen. Auch wenn ich so im wahren Leben nicht viel springe. Aber hin und wieder gehe ich mal eine Treppe rauf. Oder hops irgendwo runter. Triggert. Bluescreen? War ich weg? War ich weg? Ich hoffe, du pre-capturest das, Evie, für YouTube. Sonst hört man sich offensichtlich asynchron, Baume. Bin ich immer noch asynchron? Das lässt sich leider nicht ändern. Das würde dann auch asynchron auf YouTube landen. Jetzt scheine ich gerade synchron zu sein, aber das liegt am Spiel. Das Spiel frisst einfach viel zu viel CPU. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil irgendwelche Partikeleffekte sehr seltsam geladen werden. Nur ein bisschen Baume. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das habe ich nicht erwartet. Wie hat Baume tiltet? Komme ich jetzt wieder... Ach lol, ich habe jetzt kein Wasser mehr. Deshalb geht der fucking Fahrstuhl nicht. Oh doch, oh doch. Oh doch, man kann ihn noch mit Schwerkraft betreiben. Dankeschön. Natürlich kommt man mit der Schwerkraft runter und nicht mit dem Wasser. Das macht Sinn. Ich hab schon mal was gefunden, was Sinn macht in dem Spiel. Das ist gut. Wie hart Baume tiltet, Alter. Seit wann das Wort tiltet so trendig ist. Was ist das für eine Ecke? Der Laser macht nix. Der Laser macht nix. Das ist alles fancy, shiny, hutitui. Und es macht alles nix. Warum? Warum macht ihr nix? Gott, ihr seid schlimmer als die ganzen Hippies, die ich kenne. Warum geht das nicht auf? Das macht mich fertig. Was ist denn das? Was ist das für eine Ecke? Er hat einen Fahrstuhl. Nice, schön. Und, wie war dein Urlaub auf dem anderen Planeten? Oh, ich bin Fahrstuhl gefahren. Scheiße. Was ist denn das für ein Spiel? Ich gehe jetzt hier in den Berg. Nein, geht nicht. Schön, weil alles gealienlasert wurde. Der Tunnel wurde halt nicht mitgelasert. Sorry, da ist halt Felswand. Und alle Menschen sind unsichtbar und stumm. Was ist das? Du solltest den Strom anmachen, Baum. Ja, wo denn? Wo denn nur? Hier ist so nix. Was ist das? Ich meine, ich habe das Wasser da oben jetzt umgeleitet, ja? Das heißt, es fließt jetzt vielleicht woanders hin. Aber was sind das für Laser? Und warum geht die Tür nicht auf? Die Tür geht ja immer noch nicht auf. Die ging jetzt nicht auf und ging vorher auch schon nicht auf. Und jetzt ist hier hinten Wasser, was vorher woanders war, was jetzt hier... Oh Gott! Huh?
Alter, was soll ist das? Das Baldrian. Mach mal ein bisschen ruhig. Alter, mein Herz. Ich dachte, ich wäre allein auf dem Planeten. Entschuldigung. Danke, dass du die ganze Packung da lässt. Wer weiß, ne? Entschuldigung. Okay, alles cool. Wir sollen Strom machen, so viel weiß ich. Ja. Kiwi, liebe Trollin, das mit dem Baldrian müssen wir unbedingt nochmal durchziehen, falls wir das mit dem We Happy Few, falls wir das mal streamen, dann sind Baldrian und Joy, du weißt, ist eins nice Idee. The Waterfall, Junge, ist laut! Part of our ecosystem here is our supply of water. Was? It is supplied as a natural process of the system itself. Hat gerade gesagt, dieser Wasserfall ist unsere Wasserversorgung. Junge. Wie clever die einfach hier sind. Es ist der Wahnsinn. We don't really understand how. Although the entire system is very closely tied together. The fact that one of the most important necessities of life has been provided to us has led many to believe that this place has a purpose. Others attribute to a complex natural process which we one day hope to understand. Either way, we are glad to have all the water we need. Okay, ich gehe jetzt mal in die Einstellungen und drehe die Grafik ein bisschen runter. Vielleicht schont das ja die CPU? Nein, kein bisschen, weil die Twitches schreiben, es ist gerade der Stream weg. Bin ich jetzt wieder da? Könnt ihr mal F5 drücken, Door Refresh? Gibt's noch Probleme irgendwie wegen Bluescreen und was weiß ich? CPU ist immer noch auf 95%. Ich weiß nicht, was bei dem Spiel nicht rund läuft. Es läuft hier ziemlich vieles schief gerade. War auch nicht weg. Ah, okay. Nur bei einigen. Stream ist noch da. Bei mir bist du noch da. Sehr schön, Koma. Sehr schön. Koma, du und ich, wir verstehen uns. Was ist das? Machst du Strom? Bitte mach Strom. Bitte um Gottes Willen mach Strom. Ich will hier irgendein Erfolgserlebnis haben. Ich stecke hier überall irgendwelche Weichen und Menschen sind so voll fasziniert, dass das Wasser offensichtlich aus dem Nichts kommt und ein endloser Wasserfall hier ist, der Dinge tut und tut. Ach so, ich mache das selber. Wozu ist dann die Weiche gut? Kann ich das auch andersrum machen? Ich bin jetzt erstmal prinzipiell für andersrum. Der Baum ist bei mir noch da. Okay. Ich kann dich hören und sehen. Oh, oh, das tut mir leid. Also hören würde reichen. Bitte alle mal 5 drücken, dann ist Baume ganz alleine. Ja, lasst mich mal in Ruhe. Warum sind denn alle Türen zu... Ach man, was ist es? Wo geht's? Was mache ich hier? Wo bin ich? Was wollt ihr von mir? Wo ist der fucking Strom? Und warum hast du Stromprobleme, wenn du einen blauen und roten Laser vor der Haustür hast?
Du musst mal ein bisschen tüfteln. Tut mir leid, du musst mal rausgehen. Du musst mal aus deinem Haus raus und irgendetwas tun. Was ist das denn? Ich tilte schon wieder. Ich nehme noch einen Baldrian. Entschuldigung. Danke, Kiwi. Ich lasse die Packung hier einfach liegen. Ist das schlimm, wenn die morgen alle ist? Hilft das überhaupt? Das Social Eating hat mich echt angefeuert. Ich hatte selten so viel Dampf unterm Hintern bei einem Spiel wie hier. Ich dachte, das wäre was Ruhiges, was zum Entspannen. Ich glaube, der Baum mag mich nicht. Ich habe wirklich Crow gesagt. Ich habe mir alle Mühe gegeben, Crow zu sagen. Ich mag dich schon. Ja, ganz ehrlich, ich mag dich schon ein bisschen. Hi Baume und alle im Chat, Trollin wollte gerade deinen Stream schauen, aber Twitch lässt mich nicht. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß und ein schönes Wochenende. Ach Lusti, was ist denn da los bei dir? Tut mir leid, ich habe auch gerade ein bisschen technische Probleme. Ich gucke immer auf meine Anzeige. Oh, Lusti, du hörst mich gar nicht, weil du den Stream nicht gucken kannst. Vielleicht guckst du dir das VOD an. Dankeschön. Danke erstmal. Du musst doch nicht immer Geld ausgeben, wenn du mir was schreiben willst. Du kannst doch auch @baumeseins in den Chat schreiben, dann sehe ich das doch meistens. Meistens. Danke. Sorry, tut mir leid, dass du das nicht sehen kannst. Tut mir echt leid. Das ist echt schade. Warum? Warum nicht? Ich habe das Gefühl, es gibt hier so ein paar Probleme. Unterstützer, Belohnung, Artikel. Drei Worte. Nix Zusammenhang. Haben die nicht erzählt mit, es gibt Essen für alle und so? Wir sind eine Gesellschaft und alles ist toll. Nice. Ich wollte unbedingt schon immer ein paar trockene Blätter knabbern. Das ist das Geilste einfach. Das Geilste. Und warum macht das Windrad irgendwelche Delfingeräusche? Klingt sehr traurig. Wo kriege ich denn jetzt Strom? Ich gehe woanders hin. Ich gehe jetzt einfach woanders hin. Diese Ecke ist nicht schön. Ich gehe jetzt nach da drüben, von wo das eine Flatterviech geleuchtet hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil da wird alles besser sein als hier und vor allen Dingen in erster Linie anders. Anders ist nicht immer besser, aber vielleicht in diesem Fall schon. Ich gehe da jetzt hin. Das ist mir alles Puppe. Da hinten war das Flatterviech, ne? Lass mich mal durchbauen. Ich häng fest. Ah! Jetzt. Crew, nicht grau. Was? Was? @twitchsupport.we? We are investigating side-loading issues. These issues may also be affecting mobile and console apps. Oh, okay, es gibt Probleme gerade auf Twitch allgemein. Gut, okay, das ist schön. Baume hängt im Baum. Ja, das ist lustig. Geh wieder zum Wasser. Nö, ich geh jetzt hier hin. Ich geh jetzt hier hin und guck mir die Wubbelwand an, weil die Wubbelwand war bis jetzt echt noch das Faszinierendste. Warum wird's denn eigentlich... Es ist wirklich faszinierend. Ticket! Schinken! Ich kann dich zwar weder sehen noch hören, aber man kann ja trotzdem Hallo sagen. Die Schinken. Schinken! Ticket, dankeschön. Dankeschön. Lieber Ticket, lieber Real Ticket, wenn du das jetzt gerade hörst, dann wirst du sicherlich schon längst gemerkt haben, dass die Leute aus meinem Chat dir persönlich geschrieben hatten. Lieber Real Ticket, versuch doch mal einfach auf Baumes Profil zu gehen und dir das letzte VOD anzuschauen. Vielleicht geht das ja. Ist zwar nicht live, aber wenn Leute, das können wir uns ja gerne mal merken für in Zukunft, wenn die meinen, die können hier jetzt live auf dem Kanal nicht zuschauen, geht einfach bitte aufs Profil und schaut euch da das letzte VOD an. Dann hängt er zwar ein paar Minuten oder bis zu einer halben Stunde oder Stunde hinterher, aber vielleicht ist das ja ein kleiner cheaper Trick. Ich habe schon wieder ein fucking Foto gemacht, weil ich springen wollte. Vielleicht ist das ja ein süßer kleiner Trick, um trotzdem zuzuschauen, auch wenn man nicht ganz live ist. Ich werde dann ganz verwirrte Kommentare von ihm kriegen, weil er übelst weit hinterher hängt. Aber vielleicht geht's ja. Vielleicht ist es ja... Hier geht's
anscheinend nicht weiter. Ich gehe jetzt wieder zurück und gucke mir das Wasser an, weil mir meine Soufflöse gesagt hat, friss Baldrian Baume. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nie so hart, wenn ich überhaupt mal bei einem Spiel getiltet habe. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist ja auch gar nichts, was einen eigentlich tilten lässt. Aber genau das macht mich so fertig. Und es ruckelt halt auch. Es frisst so viel CPU, dieses Spiel. Und ich verstehe nicht, warum. Es macht mich fertig. Es macht mich richtig fertig. Lüfter läuft auf Maximum. CPU ist bei 100%. Und hier ist wirklich nicht viel los, was jetzt unbedingt jetzt ruckeln müsste. Weil ich habe eine fucking GTX 1080 drin. Und ich habe no clue, what's here going on is, Alter. My English skills are freaking out of this. Because... ist schon wieder ein Felsen. Ich krieg Puls. Nee, nicht wirklich, aber es fühlt sich an. Ich krieg Blutdruck. Ich krieg langsam den Unterschied mit zwischen Blutdruck und Puls. Mein Puls ist ja eigentlich immer über 100, aber es fühlt sich gerade an, als ob ein kleiner Mac Tyson von innen gegen meine Brust trommelt. Weil ich nicht weiß, was hier abgeht, Mann. Irgendwo ist hier Strom versteckt. Ich hab doch keine Ahnung, wo die Laser herkommen. Ich kann die halt auch nicht drehen. Hier ist auch kein Generator oder so, weißt du? Dass ich jetzt sagen würde, oh, guck mal, hier ist eine Stromleitung und der muss ich jetzt irgendwie folgen. Nein, das ist ja nicht der Fall. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Wasser da vorne. Aber da war ja auch eine Sackgasse. Vielleicht habe ich auch einfach nur was übersehen, weil ich gerade irgendwie ein bisschen abgelenkt bin von meiner eigenen Präsenz. Dann mache ich jetzt einfach die andere Schleuse auf und hoffe, dass sich irgendwas ändert. So. So mache ich jetzt. Nee, noch weiter. So, siehst du? Jetzt nehme ich alles viel besser, weil jetzt geht nämlich die Tür auf. Nein? Ich wackel jetzt nochmal an dem Schalter hier hinten, weil vielleicht geht der ja jetzt. Weil da ist ja so eine Art Kabel, was da die Sprungfeder betätigt, mit der ich dann... Ja, das ist Physik, das macht Sinn. Das macht Sinn, das ist Physik. Ich esse noch einen Baldrian. Ich weiß nicht, wozu die Dinger gut sind. Ich glaube, drei reichen. Ich leg's jetzt erstmal weiter weg. Tilten, was ist das? Guck mal, das ist ein Modebegriff, wenn man zu viel Stay guckt. Stay schreibt man mit A-I-Y. Das sagt eigentlich schon alles. Total weird, total weird. Gebt da nichts drauf. Ignoriert es einfach, es ist eine Macke. Tilt, die Tilde ist doch eigentlich das Schrägzeichen, ne? Tilt. Tilt ist, wenn man jemanden etwas krumm nimmt. Oder wenn man, ne? So guckt. Was? Das ist Tilten. Was? Genau das ist Tilten. Ich finde, das kann man so stehen. Okay, die unsichtbaren Menschen hatten mal Klamotten an. Vielleicht werden wir ja auch unsichtbar, wenn wir uns schnell ausziehen. Hm? Unterstützer, Belohnung, Artikel. Was willst du von mir, Spiel? Was willst du von mir? Sei nicht so random, bitte. Sei nicht so, wie du bist. Sei mal anders. Was ist mit dem Typen hinter der Tür? Wie kriege ich Strom? Wir haben alle aus Dead by Daylight gelernt, dass man solche Paletten umwerfen muss, damit einen der Killer nicht verfolgen kann. Aber weil hier gerade kein Killer ist, mache ich das nicht. Ich heb mir das auf für später. Ach, tilted head. Maybe. Maybe. Fast 20 Sekunden Delay, das ist krass. Das bin ich gewohnt. Ich gucke eh nur alle 3 Minuten in den Chat und versuche dann zu überlegen, was habe ich die letzten 3 Minuten eigentlich erzählt. Okay, das ist ein Shortcut. Der geht definitiv von woanders hierher. Wow, ich habe schon irgendwie 3 Shortcuts gefunden und weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Und warum? Und warum ich der Dude vor dem Greenscreen nicht in seinen Bunker lassen will, der asynchron redet. Vielleicht will ich da auch gar nicht rein. Wenn da alle asynchron reden, dann würde mich das zu sehr verwirren. Ich würde ständig... Ich wollte schon wieder da hochspringen!
Buddy! Hold up there, buddy. I'll be right with you. Ich sehe gerade, dass ich null Zuschauer habe. Das ist schön. Das ist schön. Gleich schläft Baume ein. Das ist so langweilig, ja. Echt. Gleich tilte ich so hart, dass der ganze Stream nur noch auf Linkskant steht. Was ist das? Das sieht aus wie eine riesengroße Bowlingkugel, die gerne Rollerblades fahren würde. Prinzipiell eine Idee, die ich nur unterstützen kann. Was ist das? Ein Moped. Alter, wer baut sowas? Was? Es ist hinten ein Schienenfahrzeug und vorne ein fucking Traktor. Find's gut? Find's gut? Gefällt mir. Ja. Ich will das Ding unbedingt anwerfen, wenn ich wüsste wie. Wo ist das Gaspedal? Es hat keinen Lenker, das Moped. Spring, Baume, spring! Dieser scheiß Fotoapparat macht mich nur wahnsinnig. Kann ich mir den bitte auf eine andere Taste legen? Was? Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Warum nochmal soll ich dieses Spiel spielen? Weil es so geil ist, ja? Okay. Ja gut, dann spiele ich es noch eine Runde. Bei mir stehen noch 64 Zuschauer. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das freut mich voll für dich. Ja, wo es doch in Wirklichkeit null sind. Und der Chat ist auch alles gebottet. Das ist eine sehr clevere Maschine, die ich da programmiert habe. War gar nicht so leicht mit dem Google-Übersetzer, ne, und Audioerkennung und Text-to-Speech und Speech-to-Text, damit das auch alles reproduzierbar ist. Ach, ich weiß auch nicht. Ich drücke mal einen Knopf, vielleicht macht das Strom. Ich meine, hier geht links was rein und rechts was raus. Das wird schon Strom machen, wenn ich jetzt einen Knopf drücke, ne? So, fertig. Ach so, noch on schalten, ja. Und wir brauchen noch Fuel. Oh. Was bist du denn? Start. Ich schätze mal, wir brauchen Benzin. Ja. Ich habe keine Ahnung. Mach dich mal wieder aus. Okay, wir haben den Generator gefunden. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie Strom und Benzin. Also nee, Benzin und dann Strom. So rum. Also Strom hat schon Priorität 1. So ist nicht. Aber für Strom brauchen wir halt Benzin, deshalb... Oh Gott. Wer muss bei solchen Fässern auch immer sofort an Half-Life denken, drauf schießen und alle Aliens sind tot? Da ist doch. Kann ich nicht so ein Fass nehmen? Sind die vielleicht leer? Hier ist doch so ein Wummern. Ach guck, da ist schon wieder so ein energieähnlicher Apparat. Oh, hier kommen die Kabel her. Ah, ich frage mich nur, wo die hängen. The Real Ticket geht ins Bett und spielt noch ein wenig an sich rum. Viel Spaß! Viel Spaß! Pack nicht so hart an, sonst, ne? Musst du wieder zum Arzt. Und das ist echt peinlich. Das war schon beim ersten Mal peinlich genug. Was bist du? Hat das eigentlich geklappt mit dem VOD? Kann mir das jemand sagen? Ich weiß, die Nachricht wird wahrscheinlich erst in einer halben Stunde bei dieser Person ankommen, aber hat das geklappt mit dem VOD? Kann mir das jemand sagen? Und bitte schreibt dann nicht einfach nur ja, sondern bitte, ey Baume, du hast vorhin gefragt wegen dem VOD. Ja, klappt super, danke für den Tipp. Oder, ey Baume, worum ging's nochmal? Und ich so, ich weiß es selber nicht. Und du dann so, Wurst. Und ich so, selber. Und du so, danke. Und ich so, wo krieg ich jetzt Benzin her? Und du so, Schinken. Ticket, ich wünsche dir eine gute Nacht. Bei der nächsten Pause bitte Spalte, Baume. Oh, erinnere mich in der Pause nochmal dran. Okay, warte mal. Hier geht ein Kabel lang. Das ist prinzipiell schlecht. Weil, wenn wir dann Strom haben, können wir diesem Stromkabel folgen. Aber solange wir keinen Strom haben, brauchen wir dem Kabel nicht zu folgen. Deshalb gucke ich jetzt erstmal nach Benzin, oder? Oder? Das ist clever, ne? Der Baum ist clever. Ich gehe jetzt wieder zurück und gucke, ob wir was übersehen haben. Ich glaube nämlich schon. Weil ich glaube, da hinten ging es irgendwo rein in so eine Art Berggedöns oder ähnliches. Vielleicht finden wir da ja was Sinnvolles. Wie schnell man sich aber auch an diesen merkwürdig zusammengewürfelten Lego-Planeten gewöhnt hat. Ist schon fast ein bisschen schade.
Ach, guck mal hier. Hier geht die Leitung lang, ne? Das ist gut. Hier ist nämlich eine Tank. Dieser Planet ist so random. Das ist nicht vernünftig. Komm, wir tanken jetzt da hinten. Das ist nicht vernünftig. Lass mich kurz husten. Woran merke ich denn, dass ich fertig bin? Ich mache einfach eine Weile weiter. Ja, das hat geklappt mit dem VOD-Wallbaum. Oh, super. Danke, Futzel. Danke. Danke, danke, danke für die Info. Du bist ein guter Mensch und kriegst morgen eine Wurst geschenkt von dir selbst. Denn man soll sich öfter mal was gönnen. Hallo? Oh, ich hab's jetzt schon verkackt. Egal. Hello. Nein, klappt nicht. Okay, also zweimal die 4 für H. Dann zweimal die 3 für E. Hä? Dann einmal 5 für L. Warten. Achso, die 1. Nochmal die 5 für E. L. Hell. Und dann nochmal dreimal die 6 für das O. Hello? No. Okay. Gut. Tschüss. Schade. Wahrscheinlich ist gerade jemand dran, der antwortet, aber weil wir leider keinen Hörer an dem Apparat haben, können wir nichts hören. Dumm gelaufen. Baume spricht zum Zukunftsbaume, der dann dazu die Lippen bewegt. Es ist immer noch so hart asynchron, ja, Ewigkind? Es ist krass. Ich weiß nicht, warum das Spiel hier auf 100% CPU bei mir läuft, weil ich check's einfach nicht. Ich kann auch machen, was ich will. Die Einstellungen sind schon wieder auf episch. Oh, ich muss erst auf Anwenden klicken. Es ist noch schlimmer geworden. Es ist einfach mal noch schlimmer geworden. Warum ist es denn jetzt auf Benutzer definiert? Ich gehe mal auf automatische Erkennung. Automatisch stellt er alles auf episch, korrekt, weil meine Grafikkarte eigentlich sehr pornös ist. V-Sync habe ich aber auch schon mal ausgestellt, ne? Ich weiß nicht, warum es jetzt so krass CPU frisst. Ich finde das gar nicht so schlimm asynchron. Also wenn ich auf den Kontrollmonitor schaue, ist alles synchron. Ich habe es jetzt auch extra im Taskmanager so gedreht, dass eben OBS jetzt absolute Prozesspriorität hat. Und wenn, dann ruckelt er das Spiel, was mich gerade ein bisschen ankotzt, weil ich halt sehe, dass das Spiel ruckelt. Und das nimmt mir ein bisschen den Spielspaß. Aber damit kann ich... Okay, das verkrafte ich. Hauptsache, ich bin lippensynchron. Ich denke mal, wenn es eher asynchron ist, dann liegt es an Twitch. Ich habe gehört, dass es so ein bisschen Probleme gibt. Kiwi hatte das ja vorhin in den Chat gepostet. Also wenn es bei euch asynchron ist, dann drückt mal vorsichtig F5. Aber bitte nur einmal, weil Twitch ist halt, wenn es Serverprobleme hat, überhaupt nicht geholfen, wenn alle ständig F5 drücken. Das bewirkt dann eher das Gegenteil. Ich kenne mich halt mit Motoren irgendwie so gar nicht aus. Tut mir leid. Wir haben immer noch kein Benzin im Tank. Willst du mich verarschen? Dann stelle ich das jetzt mal so und gehe nochmal pumpen. Vielleicht pumpt es dann ja jetzt in den anderen Tank rein. Ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht jetzt irgendeine Weiche gestellt, dass er diese Mikrokante auch nicht runterkommt. Und immer wenn ich springen will, macht er halt ein Foto vom Spiel. Also, wer steckt ein Fotoapparat auf die Leertaste, ehrlich? Leute, wie lange? Wie lange gibt es jetzt diese Spielkultur schon, ja? Dass WASD laufen ist und Leertaste springen. Seit Quake 1 irgendwie, seit 1912. Bin ich jetzt fertig eigentlich oder warum kurbelt der jetzt auf einmal rückwärts? Hallo, warum kurbelst du zurück? Was soll das? Das habe ich dir nie gesagt. Hör auf, Mann.
So rum wird gekurbelt. Und nur so rum. Und wenn du fertig bist, bist du fertig. Und fängst nicht an, den armen Zug wieder leer zu tanken. Was bist du für eine egoistische Tankstelle? Das ist ja nicht mein Benzin. Nicht zurück, Mann! Nicht zurück! Doch, fick dich doch. Ich starte jetzt schnell den Motor. Ich konnte nicht dagegen ankurbeln. Tut mir leid. Es ging einfach wieder zurück. Ich starte jetzt einfach schnell den Motor. Ich wollte über das Rohr springen. Oh Gott. Er ist voll. Yeah. Mensch. Hier geschehen noch Dinge. Ich krieg die Krise. Start. Start, Alter. Wie jetzt Prime. Prime, Start, Prime, Run. Was ist denn hier los? Mach ich den jetzt wieder halt hoch oder was? Nein! Habe ich ihn jetzt... Oh Gott, ich habe ihn wieder leer gemacht. Also bei mir ist es perfekt synchron. Okay, Mr. J, gut. Gut, gut. Wenn es bei auch nur einem Menschen auf der Welt synchron ist, dann habe ich schon alles richtig gemacht. Da, weil dann guckt schon mal einer mehr zu, als wie wenn ich nicht streamen würde. So, ich mache jetzt nicht nochmal Drain. Da steht ja auch Caution Full Drain. Okay, okay, damit lassen wir also, okay. So, du gehst jetzt auf An. So, und dann mache ich so. Und wenn du auf An bist, dann starte ich den Motor. Was tut's da gerade? Alter, ich komme mir gerade vor, als hätte ich den Otto-Motor erfunden. Nur wahrscheinlich war der Herr Otto davon nicht ganz so gefrustet wie ich, weil ich sowas schon mal funktionieren gesehen habe. Er hat sich da wahrscheinlich drüber gefreut, dass es funktioniert und ich betrachte es als eine Selbstverständlichkeit. Das ist nicht nett. Man sollte Strom nicht als eine Selbstverständlichkeit betrachten, denn wir sehen, es ist gar nicht so leicht, welchen zu machen, wenn man zwischendurch aus Versehen wieder den Tank komplett entleert, weil man nicht lesen kann. Weil wenn wer lesen kann, dann ist er klar im Vorteil, das wissen wir alle. Okay, alles hat Strom, sogar das CW. CW kenne ich. Warte mal, das Town hat keinen Strom, warum nicht? Und Garage und Ramp hat auch keinen Strom. Aber immerhin haben die Tunnel und der Müll Strom, ganz toll. Lulululululul. Danke, Kiwi, danke. Der Otto-Motor. Ja, ich hoffe, ihr habt alle im Physik-Grundkurs aufgepasst und wisst, wie der funktioniert, ne? Falls ihr nach der Zombie-Apokalypse mal euren eigenen bauen müsst. Ich wüsste nicht, wie das geht, nein. Ich weiß auch, wie prinzipiell eine Mikrowelle von... Nee, ich weiß es nicht. Nein. Ich weiß nicht, wie die Mikrowellenstrahlung in die Mikrowelle kommt. Ich könnte sowas auch nicht bauen, das wäre mir auch egal. Ich würde einfach rohen Fisch essen und mich Gollum nennen. Ich würde mein Schicksal akzeptieren, im Gegensatz zu euch. Das wäre okay. Ich musste irgendwo noch einen Ring herkriegen, aber ich wette, ich finde irgendwo noch ein paar Kaugummiautomaten. So. Was machen wir jetzt? Wir haben Strom. Ich könnte jetzt wieder zurückgehen und sagen, guck mal, wir haben Strom, aber ich gehe lieber mal da lang. Der Baume-Motor. Der Baume-Motor wäre ganz bekloppt, kann nur schlecht Englisch und kann nicht lesen. Wäre eigentlich genauso wie jeder andere Motor auch, ne? Vielleicht sollte ich ihn mal bauen. Der Baume-Motor wird vor allen Dingen von Faxa angetrieben. Wie gern würde ich hier eine Runde schwimmen gehen, aber er macht ja jedes Mal ein Foto, wenn ich irgendwas jenseits des Tellerrandes tun möchte. Konfuzel, bloß nicht. Bloß nicht, bitte nicht.
Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn da lang? Ich geh erstmal da rein, da geht der Strom hin. Oh, wie langsam er ist. Warum habt ihr nicht einfach die... Warum habt ihr denn nicht einfach Wände hingebaut, wenn ihr keinen Bock auf Türen habt, die funktionieren? Echt jetzt? Was ist das? Hier ist kein Schwein auf dieser Welt, ja? Und jede Tür ist abgeschlossen. Das müssen Amis sein, anders geht's gar nicht. Die Amis sind ja total entsetzt, dass in Kanada niemand von innen seine Wohnung verriegelt, wenn er zu Hause ist. Ich frage mich, warum sollte ich das denn tun, wenn ich doch zu Hause bin? Dann kriege ich doch mit, wenn einer reinkommt. Aber die Amis sind halt so paranoid, dass sie denken, wenn einer die Tür aufmacht, dann will der mich auch sofort ermorden und ausrauben. Und um Gottes Willen bloß nicht besuchen. So ein Scheiß. Das kommt davon, wenn man legal an jeder Ecke eine Waffe kaufen kann. Da wird man halt paranoid. Warte, ich kenne die Ecke. Nee, doch nicht. Nee, ist eine andere Ecke. Ist wieder eine Wubbelwand. Kann ich nicht da an das Ding ran? Ich glaube, diese Pfosten, diese Vollpfosten, die sorgen dafür, dass ich da nicht hinkann. Die machen die Wubbelwand. Weil am Rand jeder Wubbelwand habe ich bis jetzt so einen Pfosten. Ach, guck, da ist noch einer. Und da ist noch einer und da hinten ist noch einer. Doch. Die Pfosten sorgen für die Wand. Aber ich glaube, die Wand sorgt auch dafür, dass hier drin Atmosphäre ist, damit ich nicht sterbe. Andererseits denke ich mir halt auch so, warum zur Hölle lebe ich hier überhaupt noch? Das macht alles keinen Sinn. Ich habe Zuschauer! Wow! 34 Zuschauer! Wahnsinn! Nice! Dankeschön! Mein Dashboard sagt mir, es wären nur 25. Irgendjemand meinte vorhin was von 60. Ich glaube heute keiner Zahl mehr. Paranoid, alter Koma. Ui. Mein Wortwitz ist anscheinend ansteckend. Das freut mich ein bisschen. Ich mache euch bekloppt. Oh ja, Twitch hat sich wieder. Yay, Twitch hat sich wieder. Offiziell geht's wieder. Und das ist gut. War heute irgendein Event? Manchmal ist das ja so, wenn irgendein ganz besonderes Event startet, dass Twitch dann halt eben Probleme kriegt, weil es übelst das Traffic-Aufkommen gibt. Was ist das? Ich habe das Gefühl, die Combine landen hier jeden Moment und dann geht übelst der Shit los und Gordon Freeman muss wieder für Recht und Ordnung sorgen. Und diese Ecke hier macht keinen Sinn und da hinten das mit der Tür macht auch keinen Sinn. Ich gehe jetzt wieder zurück zu dem Dude, der meinte, dass er Strom braucht, weil jetzt hat er ja hoffentlich welchen. Und vielleicht gibt er uns dann einen kleinen Tipp, wie es weitergeht. Ich hoffe. Weil ansonsten ist dieser Planet echt nervig. Dass es hier keinen Dauersprint gibt, ne? Weil wir könnten auch die ganze Zeit so laufen. Das wäre halt dann nur echt langweilig. Oh, guck, hier oben war ich noch nicht. Oh, fein. Ich habe noch was gefunden. Oh, eine Tür. Geht sie wohl auf? Natürlich nicht. Sonst hätten wir ja keine Tür reinbauen müssen, ne? Dann wäre ja einfach ein Loch in der Wand, wenn da jeder durchlaufen dürfte. Warum schließen die überhaupt ab? Hier ist kein Schwein. Was soll denn passieren? Huch. Hier geht's rein? Ich dachte, das ganze Ding soll sich drehen. Da wird ja jedem kurz übel, wenn er hier die Treppe hochgehen will, während sich das dreht. Das knickst ja um. Nee. Und dieser Laser da hinten, wie mich das alles fertig macht hier. Dieser, der einfach ins Nichts geht. Was ist das? Ja, es sieht aus wie ein Pokémon, aber es ist dann doch nur ein Stein. Schade. Vielleicht geht das ja jetzt, wo Strom ist. Jetzt, wo wir hier... Kannst du da runter? Komm schon, danke. Hä? Und wie ich diesmal nicht versucht habe zu springen, ne? Ich lerne es langsam. Vielleicht kann man das ja jetzt drehen, jetzt wo das Moped funktioniert. Ich hoffe, das Moped funktioniert jetzt, weil ich wüsste nicht, wozu der Strom sonst da wäre.
Ich wollte gerade aufs Motorrad springen. Und wie ich es gerade eben noch gesagt habe. Baume! Das kommt nicht von dir. Das Bekloppte, das war schon vorher da. Okay, Koma. Okay, okay. Wenn du dafür gerne die Lorbeeren einstecken willst, dann darfst du das gerne tun. Ich dachte, ich hätte mal jemanden bekloppt gemacht. Dabei war es der Koma schon die ganze Zeit. Oh, das ist so schade. Ich glaube, ich muss wirklich wieder zurück zu dem Dude. Sonst wird das nichts. Sag mal, war das hier nicht ein Teil von dem... Was für ein Riesenschmetterling. Ein Teil von dem See, an dem wir waren, als wir entführt wurden, von wem auch immer und warum auch immer? Binde dir den Daumen an die Hand, dann ist es mit dem Springen schwieriger. Ja, aber dann würde ich mich jedes Mal, wenn ich springen will, aufregen, dass mein Daumen festgebunden ist. Das wäre auch nicht so geil. Was ist das hier für eine Konstruktion, ey? Vor allen Dingen muss ich das ja dann wieder gerade drehen, wenn ich dann irgendwann da oben rüber will, ne? Das hat, vielleicht kann ich das jetzt schon machen. Kann ich jetzt gerade nicht. Aber wenn ich das will, dann lasse ich einfach das Ding hier runter. Glaube ich. Nee, warte, 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 warte. Nee, 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 nee. Es müssen beide hoch. Beide auf gleich. Beide auf gleich. Beide auf gleich. Danke. So. Weil jetzt hat das Wasser keinen Widerstand mehr. Und jetzt kann die Sprungfeder da oben, die zwar einen Widerstand hat, der aber nicht so krass ist wie der des Wassers, dafür sorgen, dass es sich wieder gerade dreht. Hallo? Ach, fick dich halt. Dann kommt eben doch das hier runter. Meine Güte, man hat's nicht leicht in dieser Welt. Huch. Runter. Ja. Oh, nice. Nice. So. Und nur aber. Und wehe, wenn nicht. Okidoki. Ja, ich hätte das alles ganz anders gebaut. Ich hätte zum Bau diese Laser da benutzt, aber man kann auch einfach Wasser nehmen. Das geht natürlich auch. Ist dann halt nur nicht ganz so geil. Baume stiftet zur Selbstbefriedigung an. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Immer wieder gern? Dann fick dich halt. Was ist denn los? Was habe ich jetzt verpasst? Ich applaudiere halt für diesen Rülps. Was habe ich verpasst? Guten Morgen, Herr Meier. Klopft jetzt wieder an seine Tür und wehe, der sagt, er hätte keinen Strom, dann raste ich aus, Alter. Was heißt klopfen? Es gibt ja diese formschöne Klingel. El Dudorino. Ja, wo sind sie? Du bist gefährlich, habe ich gehört. Ja, dann hast du alle umgebracht. Occurred to you already. It serves us both for you to get through the wall of this place.
Geht's nur mir so oder wäre der ganze Dialog wesentlich cooler gewesen, wenn er synchron wäre? Entschuldigung. Ich meine, der Schauspieler und auch die Stimme und so, das ist echt gut gemacht. Aber dass es halt so asynchron ist, macht's wahnsinnig kaputt. Ich meine, vielleicht ist die Original-Audio ja auch gar nicht Englisch. Ja, vielleicht sind die Spieleentwickler ja auch Tschetschenien. Tschetschenen. Tschini Chiki-Chakis. Und, was war denn das gerade? Wie? Wie, der ist da? Wie, der ist jetzt wieder da? Der war gerade eben noch nicht da. Was? Ich drücke R. Ich drücke nochmal R. Pass auf, ich lasse den Wasserfall erscheinen. Was? Ich habe Zauberkräfte. Ja, und was mache ich jetzt? Hashtag Backwerkbaume. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ein Feature, ehrlich. Vielleicht ist das ja so ein Ding von den Entwicklern, weißt du, dass die mit R nochmal die letzte Weiche, die sie gestellt haben, ändern können. Vielleicht ist es ja auch so ein Quickfix, damit irgendwie... Nee, die Turbine dreht sich nicht. Der Wasserfall ist einfach nur zum Spaß da. So ein Scheiß. Und nu? Und was jetzt? Ich hab mich von der Asynchronität des Typen ablenken lassen, von dem, was er eigentlich sagen wollte. Aber ich meine, er hat irgendwas von Rose oder Sophie oder wie auch immer sie heißt, erzählt und Nummer 7 und hat so hinten hier in diese Richtung gedeutet. Vielleicht ist da ja das nächste Ziel, Achievement, wie auch immer. Vielleicht habe ich ja jetzt irgendwelches Glück, weil jetzt der Strom an ist, dass ich da drüben in das Haus reinkomme, bei dem ich schon mal stand oder so. Weil schließlich geht hier auch... diese Stromleitung lang, was ich ursprünglich für einen Telegrafenmast gehalten habe, weil das Strom und Wilder Western passt halt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das war so eher das Zeitalter der Dampfmaschine. Ja, ne? Und so. Und weil das so ist, dann geht's hier nicht weiter, weil ich werde jetzt nicht nochmal ein Foto von der Ecke machen, weil ich versuche da hochzuspringen. High Five allen ins Gesicht. Sehr nice, Konfuzel. Auch eine Art von Facepalm. Also so eine Third-Hand-Facepalm. Ne, eigentlich Second-Hand. Was tue ich hier? Geht die Tür jetzt vielleicht auf? Warum auch, ne? Warum auch? Warum auch? Warum sollte jemand dem Baume helfen? Das wäre ja total fies. Ich hab schon gehört, dieses Spiel ist Brainfuck, aber dass es auf sowas hier hinausläuft, das hätte ich mir echt nicht gedacht, du. Echt nicht. Echt nicht. Ich dachte, Rätseln ist mehr so Sachen kombinieren, aber rauszufinden, was man zu tun hat, ist ein ganz fieses Rätsel. Anna Jackson ist gestorben, Margaret Hartnell, das ist mir irgendwie alles wurscht, ich kenne die Leute nicht. Der Ganja-Mann ist gestorben von den Sims. Hier geht's durch. Nee, doch nicht. Da ist eine Wubbelwand. Ich dachte, wenn du von Aliens entführt wirst, weißt du, dass dann mal irgendwann so ein Alien vor dir steht und sagt, hey, Baume, wir haben dich mitgenommen, weil Hödel. Nee, gar nicht. Die nehmen dich mit, schmeißen dich wohin und sagen so, nix, nichts. Die sagen gar nichts. Die lachen dich halt nicht mal aus. Die, weiß nicht. Ich wollte gerade schon wieder ein Foto machen hier. Luther Roscoe. Es ist mir alles wurscht. Wie hieß die Frau nochmal? Ist es mir egal. Weißt du, kommst hier rein, denkst du so, boah, geil, fliegende Inseln. Und jetzt laufe ich hier so lang und denke mir so, ja, nice, da kann ich überall nicht hin. Danke. Fick dich halt. Scheiß Spiel.
Ich gucke jetzt nochmal nach da hinten, auch wenn da keine Stromleitung lang geht, aber vielleicht ist da ja jetzt was anders. Ich weiß es nicht. Nein, hier wächst nur Alienpilz. Entschuldigung, aber der ist vielleicht ansteckend, da gehe ich lieber weg. Die einzige Tür, die irgendwie offen ist und sie führt... Nischt hier, nischt, ja nischt. Weit und breit nischt. Was ist das für ein Spiel? Worum geht's in dem Spiel? Ich spiele das jetzt seit einer halben Stunde und ich weiß selbst nicht, worum es geht. Was sind das für Weichen? Why? Warum kann ich damit interagieren? Was bringt das? Ich gehe jetzt nochmal zu dem Typ, ich klingel da nochmal. Ich klingel da jetzt nochmal. Der soll gefälligst mir mal irgendwas Konkretes geben. Oder was zu essen. Oder mir zeigen, wo hier die Toilette ist. Ich muss noch eine Baldrian essen. Spürst du schon die Sonde im Po, Baume? Oh ja. Oh ja. Jetzt, wo der Strom läuft, geht vielleicht der Knopf. Wie jede Kleinigkeit zu einem Meilenstein wird, ist es der Wahnsinn. Das Glückserlebnis. Das ist genau das Glückserlebnis, was ich gebraucht habe. Die Motivation, die mich jetzt hier voranpeitscht. Heiner? Alter, das ist das krasseste Alien-Moped, was ich hier gesehen habe. Echt geil. Kann ich irgendwie eine Alt-Taste drücken oder so, dass hier der Text in schön erscheint? Nein, schade. Ich gebe mir alle Mühe. Bitte bewerft mich nicht gleich wieder mit Steinen, nur weil ich ein Wort nicht richtig gelesen habe. Steht da wirklich Botschaftersamen? Ist das erste Wort in dem Zettel Botschaftersamen? Weil ich habe es jetzt schon viermal gelesen, bin mir immer noch nicht sicher, ob es stimmt. Botschaftersamen. Funktionsweise der Tauschmaschine. Der Radius der Tauschsphäre wird beim ersten Tausch festgelegt. Unveränderlich. Die Samen laden sich durch die Energiestrahlung der allgegenwärtigen Außenmembran selbst auf. In Abhängigkeit von der Baumgesundheit. Werden Samen gewaltsam geöffnet, wird das Vorbereitungsverhalten ausgelöst. Feststellung des Radius. Kleine Batterien hinzugefügt, um die Energie der Außenmembran zu verstärken, lädt sich fortwährend auf. Parabolische Konzentration von Energie als Auslöser für das Tauschverhalten von Samen. Das Sperren der Position von Tauschmaschinen... Von Tauschmaschinen sorgt für Vorhersehbarkeit. Kein unerwarteter Schaden. Die Festlegung von Radius findet auch bei Zielsphäre an derselben Position statt. Wenn keine Zuordnungssamen die Tauschposition am Ziel festlegt, entsprechend die Koordinaten der Position denen der Quelle. Voilà. Tauschen auf Abruf. Weins? Gifty, ihr zwei beiden, herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Ich lese gerade Gebrauchsanweisungen vor, die vom Russischen ins Schwedische ins Deutsche übersetzt wurden. Ich hoffe, ihr konntet alle viel damit anfangen, ich nicht. Danke. Was war das? Ich weiß nicht, warum ich das Spiel noch spiele. Wunderschön, guter. Schön, dass es euch wenigstens gefällt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Oh. Baumer hat Samen in den Mund genommen. Greenhawk, Alter.
Hihi, Baum hat Samen. Trollen drückt G17 für den Rülps-Counter. Ach, komm schon. Damit wären wir heute bei 14 Rülpsen. Einer davon war von mir, die anderen 13 von der Trollin. Wir hatten heute Social Eating, das ist mittlerweile schon eine Dreiviertelstunde her, aber... Ja, ne? Bildwandleranordnungen des Bürgermeisters, Strich-Sternchen, Strich-Eingangsbereich, Schlucht, Strich-Sternchen, Strich-Farleys-Haus, Strich-Sternchen, Strich-Stadtmitte, Strich-Sternchen, Strich-Baume, Strich-Sternchen, Strich-Wasserquelle, Wasserfall, Strich-Strich-Membrane, Wand, Zelle, Fragezeichen, Strich-Strich-Die-Wand, Turm, Strich-Strich-Generator der Lokomotive, Strich-Strich-Schrottenplatz, Werkstatt. Ziemlich viel auf dem Strich los, aber ich weiß nicht warum. Das ist die Motivation, die mich voranpeitscht. Das ist der Knopf, den ich jetzt drücke. Mofang-Blockierer. Feline-Technologie. Apraras-Notizen. Erstens. Entworfen, um alles zu deaktivieren, das auf Mofang-Technologie basiert. Zweitens. Deaktivierung findet statt, wenn der Blaustrahl zwischen die blaue Wolke bzw. die blaue Wolke sich einem beliebigen Mofang-Geräte-Element bis auf 50 cm genähert hat. Drittens. Elemente brauchen physisch Total LP. Dankeschön fürs Hörstchen. Wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Obduction. Ein Spiel, das... Genau. Ich war einfach weiter. Drittens. Elemente brauchen physisch... Elemente brechen. Oh, physisch zusammen. Ein erneuter Zusammenbau ist möglich, aber schwierig. Viertens. Apparar hat mir versichert, dass kein Risiko davon ausgeht. Ich richte es trotzdem lieber nicht auf meinen Kopf. Ich bin schon durchgelaufen, alles tut die. Ich habe nur dieses Verlangen nach Wurst. Cheers. Fünftens. Roko hat nicht erfahren, dass es von den Feleien bereitgestellt wurde. Oh. Mhm. Die Sperrliste. Soll ich noch einen Schluck trinken nebenbei? Baumtor abgesperrt. Fahrlich Haus abgesperrt. Unser Turm abgesperrt. Ohren abgesperrt. Rohre in der Arbeitsraum. Hilfen. Mofang blockiert einschalten. Statt Werkstatttür schließen. Wasser von den Baumwurzeln abpumpen. Bildwandler Felsen aktivieren. Drehbrücke schließen. Fluss umleiten, Strom abschalten, Kuppelblockierer aktimalisieren. Was? Was? Hä? Ihr wart übelst leise. Entschuldigung, könnt ihr das nochmal machen? Die Mofang, Alter. Ich sag dir, ich gebe denen jetzt an allem die Schuld, an wirklich allem. Ich meine, guck dir das Ding mal an. Da ist eine Autobatterie drin, eine Radkappe, ne? Ein paar Boxen, nicht so viel Gin, Baume, nicht wieder so viel Gin, sonst tiltest du wieder nur hart. Und ganz viel Tonic Water, ganz, ganz viel. Noch mehr
noch mehr. Ja, so. Kann weitergehen. Okay, ich kann jetzt die Schienen langlaufen. Das eröffnet mir erstmal völlig neue Möglichkeiten. Ich schätze mal, das Ding hier wird sich nicht bewegen lassen. Nein. Unten habe ich jetzt irgendwie so ein Mofang-Mofa auf Schienen. Das hier will ich mir nochmal anschauen. Da ist ein Grill eingebaut. Das ist wirklich sehr kreativ, das Spiel. Was ist das für ein Zettel? Oh, Alter, ist nicht euer Ernst, ne? Oh Mann, ey. Timer, Junge, Timer. Konfuzel, es gibt keinen Timer mehr. Es gibt keinen Timer mehr. Ja, Baume, ich weiß. Kiwi hat es auch schon gespielt. Total, es ist eine völlig neue Lebenserfahrung. Baume, trinken, Gin, Watte, Hitze. Du brauchst Flüssigkeit. Lord Ramsay. Dein Timing ist erstaunlich. Ich habe es leider jetzt erst gelesen, aber du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Diesen Schluck nehme ich für Lord Ramsay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Prost. Für die YouTuber, die nicht Bescheid wissen, wir haben Samstagabend. Wir haben es gerade 12:30. Ich darf Alkohol trinken. Cheers. Als ob ich es nicht schon längst getan hätte. Aber echt, das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Protokoll, Batterie, Kondensator. Irgendwas ist durchgestrichen. Was? Arbeit an der Batterie beginnt. Leistungsprüfung. Keine Fokustafeln. Erste Ladung implementiert. 10% geladen. Fokustest. Zweite Fokustafel. Änderung zur Effizienzsteigerung implementiert. 19% Absorption gemessen. Höchstwert. 50% geladen. Entlaster ausgeschaltet. Sicherer neuer Stecker mit Nagerschutz. Mit Nagerschutz? Die hatten hier ein Problem mit Nagern anscheinend. 100% geladen. Entlaster wieder eingeschaltet. Ladung aufgefüllt. 6 Fokustafeln gebaut. Ladung aufgefüllt. Sämtliche Fokustafeln aufgebaut. Ladung aufgefüllt. Gott, muss denen langweilig gewesen sein. Ich tue Dinge, weil ich sie kann. Und deshalb mag mich auch jeder. Ich habe zuckerfreien Eistee. Glückwunsch. Der ist echt lecker, muss ich sagen. Ich habe mal davon genascht und ich fand den echt lecker, den zuckerfreien Eistee. Wir brauchen mehr Bier. Ich finde, Gin Tonic ist ein sehr guter Bierersatz. Er ist sehr günstig, es schmeckt sehr lecker. Und wenn man ihn sich so mischt wie ich, dann hat er halt auch nicht ganz so viel Umdrehungen, sondern ist halt so ein schönes Nebenhergetränk. Wir drehen den Baum des Lebens jetzt einfach mal das Wasser ab. Fick dich. Ich mag hier niemanden. Niemanden! Die Gleise sind aus Metall, jetzt trau dich halt! Was stimmt nicht mit dir? Willst du, dass ich ein Foto davon mache, ja? Nur um dir zu beweisen, wo du überall nicht hinspringen kannst. Wenn das Spiel vorbei ist, möchte ich gerne die ganzen Fotos sehen. Die Fotos, die beweisen, wo ich überall nicht hochkomme. Weil ich denke, ich könnte da springen. Was ist das? Was habe ich jetzt hier überhaupt gemacht mit dem Ding? Was ist das? Muss ich jetzt hier eigentlich noch einen Knopf drücken, weil es hat sich nicht wirklich was geändert. Ich meine, ich könnte mich natürlich jederzeit einfach irgendwo hier drüben hinstellen. Warte, wo kriegen wir es denn hier drüben? Hier drüben vielleicht? Vielleicht hier? Vielleicht ist das hier gut, wenn ich hier drüben stehe und dann drücke ich einfach mal R und da hinten geht der Wasserfall wieder an. Da unten sieht man. Ja, und dann drücke ich nochmal R und dann ist er wieder aus. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Das muss ja wirklich mal jemand ins Spiel eingebaut haben. Mit Absicht, meine ich. Ja, und dann haben sie es wohl vergessen rauszunehmen. Whatsoever. Ich hole mir jetzt dieses komische Mining Card, das Mofan-Moped, was wir da runtergelassen haben jetzt. Und dann fahre ich damit eine Runde. Ich meine, wir können damit ein paar Steine wegsprengen und so. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil das voll machbar aussieht. So, der Laser ist für Menschen ja total harmlos. Ich habe auf einmal Bock auf Kirschen. Und kann man da einsteigen? Was habe ich denn hier in der Hand? Ach, das ist der Sitz. Ich habe den Sitz in der Hand. Wie? Hallo? Hä? Hallo?
Was ist das? Möpsgeschwindigkeit. Hä? Oh, das ist ein Monitor zum Zielen. Aha. Ah, warte, ich drück mal... Oh, ich bin so bescheuert. Ich drück mal W. Ach so, nee, okay. Okay, bin doch nicht bescheuert. Was ist das? Jetzt drück ich mal W. Wir können den Modus wechseln zwischen Laser und nicht Laser. Okay. Ich habe ja eigentlich schon alle Weichen so gestellt, dass ich jetzt bei der ersten Wand rauskommen müsste, wo ich dann durch kann. Ich habe mir das mit dem Mining Card ehrlich gesagt ein bisschen spannender vorgestellt, aber wir fahren jetzt einfach weiter. Ich meine, wir fahren gerade ein Card mit Laser. Drück mal Leertaste, Baube. Pff. Okay, warte kurz, das kriegen wir weg. Wie jetzt? Aber das muss! Das alles andere macht keinen Sinn! Ach so eine Scheiße! Jetzt wird mir die Steuerung angezeigt! Ja, jetzt wo ich schon mal mit dem Ding gefahren bin! Was ein Scheiß! Wer hat sich denn das ausgedacht? Danke, liebe Entwickler. Das ist zu nett, dass ich mir jetzt nochmal die Steuerung erklärt. Oh Gott. Hier läuft so vieles schief. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich kann es nicht festmachen. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier echt nicht. Oh, wo will ich damit hin? Jetzt. Wir können damit vielleicht durch die Wand fahren. Wir können damit irgendeine Technologie zerstören, aber nicht die Felsen. Okay, nicht die Felsen. Vielleicht doch. Ich probiere es einfach. Wir fahren jetzt dann nach rechts. So, und dann versuche ich da hinten nochmal den Fels. Aber es fährt ja jetzt falsch rum. Es fährt ja jetzt leider falsch rum. Ich muss irgendwo wenden. Wie mache ich das? Ah, es geht da drin nicht. Also ich muss jetzt erstmal gucken, was das hier für Schienen sind. Jetzt biege ich hier links ab. Und dann fahre ich da rüber. Wie mache ich denn das? Es muss irgendwo so eine Art Kreisverkehr geben. Da ist Wellblechzeugs. Ich kam von hier. Kann ich hier irgendwo wenden? Ich könnte da runterfahren. Geht's da irgendwo hin? Ich glaube eher echt, ich bin zu Fuß gerade mit Sprinten schneller als mit dem Kart. Ich weiß ganz genau, was bzw. wer hier nicht stimmt. Ja, schön. Das habe ich auch probiert. Und einsehen, dass es nicht geht, wollte ich auch nicht. Die wurden dir schon vorher angezeigt, Baume. Echt? Echt? Die wurden mir schon vorher angezeigt? Fuck. Denn habe ich einen zu viel getrunken. Das tut mir leid. Ja, dann wird das halt ein leicht angetüdelter Stream. Hatte ich so auch noch nie. Das Social Eating macht aber auch durstig. Okay, ich könnte hier im Rückwärtsgang langfahren, aber das macht alles keinen Sinn. Aber vielleicht gibt es ja weiter unten eine Wendemöglichkeit. Warte mal, dann mache ich die Gleise lieber so. Und die Gleise hier mache ich... Es ist total blöd, dass ich jetzt den ganzen Weg laufe und dann wieder zurück muss. Ich könnte hier... Ach genau, hier fahre ich dann rückwärts rein und dann vorwärts wieder raus. Perfekt. Perfekt. Und dann komme ich zurück. Das ist gut. Dann ist alles tutti geschaltet. Dann fahre ich jetzt einfach rückwärts wieder weiter. Ja, Baume, du hast halt ziemlich ADS. Ich weiß zumindest, also ich weiß, dass ich ein wenig ein klitzekleines Grund-ADS in mir drin habe. Dass es jetzt gerade so ausartet, ist mir ein wenig peinlich. Aber es ist okay. Es ist okay. Kann mal passieren. Ist nicht schlimm. Es ist ein Spiel. Solange hier niemand stirbt, außer mir, ist das alles nur Oh, ich sterbe hier 1000 kleine Tode. Es ist der Wahnsinn. Was? Und weiter nach vorne. Nach links, ja!
Ach, schön. Okay. Okay, jetzt geht's in die blöde Ecke, wo man nichts machen kann. Na, hoffentlich. Na, hoffentlich komme ich jetzt hier irgendwie durch und da ist Atmosphäre und... Dann kommt Morgan Freeman an und erklärt mir, was hier alles nicht gerade läuft. Jetzt will ich mir aber echt das VOD anschauen und gucken, ob im Dunkeln, als ich hier eingestiegen bin, die Tastatur will... Weil ich habe hier an dem Ding rumgewurbelt, an dem der Hebel da unten. Da hat nichts geleuchtet. Das hätte ich doch gesehen. Ich meine, wie scheiße bin ich denn gerade? So, warte. Pass auf. So? Andere Idee. Ich komme mir gerade vor, wie der Gangster vor, der hier Drive-By macht. Die Tür geht nicht auf, solange ich drin sitze. Das war doch vorher auch kein Problem. Okay. Ich krieg die hässlichen Termitenhügel also nicht weggelasert. Das würdest du mir jetzt also sagen. Und ich kann mich hier auch nicht durch diese Wand lasern. Das geht dann halt also auch nicht. Okay. Kann ich hier irgendwas anderes weglasern, was jetzt gerade irgendwie nervt? Muss ich vielleicht doch mit dem roten Ding die Strahlen kreuzen? Aus sicherer Entfernung. Wo ist das rote Dingsi da oben? Okay, so weit komme ich nicht. Das ist doof. Wie weit geht es überhaupt? Da war doch noch so ein anderes lustiges Gebäude. Ich lege nochmal einen Rückwärtsgang ein. Jetzt bin ich so weit gefahren. Für nichts. Effektiv. Achso. Ach, dieser Kackschalter. Okay, da ist halt auch nichts. Gut, dann fahren wir halt wieder zurück. Baume, du kannst damit alles wegblasten, was auf Mofang-Technologie basiert. Hast du vorhin selber gesagt. Weiß ich. Habe ich auch gerade dann gedacht. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe, was alles Mofang-Technologie ist. Also ganz offensichtlich ist es das Ding da oben nicht, weil das sieht aus, als ob die Menschen es selber gebaut hätten. Hier sieht sowieso fast alles so aus, als ob die Menschen es selber irgendwann gebaut hätten. Auch das Ding hier. Vielleicht kann ich ja den anderen Laser damit weglasern. Das könnte sein. Weil diese Lasersachen sind die einzigen, die mir einfallen, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie Alien-Technologie. Ja, lass... Warum nicht? Lass mich raus! Hallo? Fuck, wie fett bin ich denn? Dass ich da nicht aussteigen kann? Mann! Hier passen 3 von den Karts rein, aber ich komme da nicht raus, nein. Und mal, lass doch die Tür halt offen. Es fährt jetzt nicht wirklich schnell. Das Ding. Ich mag es nicht Auto nennen. Was? Oh, wow. Wir fahren hier mal vorwärts durch. Das ist der Shit. So, theoretisch muss ich die Weichen ja alle gar nicht stellen.
Ich dachte halt, die Mofang-Technologie wäre diese, ne? Die Wubbelwand. Ich dachte, ich könnte die Wubbelwand weglasern, damit ich da durch kann. Ich habe mir schon was dabei gedacht. Und ich meine, die ganzen Strecken lassen sich ja hier alle verbinden. Also das macht ja auch schon irgendwo Sinn. Weil sonst sehe ich jetzt hier nichts, was irgendwie nach Alientechnik aussieht. Jetzt muss ich die Weichen nochmal alle umstellen. Geht's da hinten hin? Nirgendwo, wo es schön ist, okay. Okay, hier bin ich rausgekommen. Ach so, aber hier kann ich den Laser nicht umdrehen, ne? Das ist alles hochentwickelte Alien-Technologie. Ja, Kuro, wenn wir die Aliens sind vielleicht. Vielleicht sind wir es ja. Also hier auf dem Planeten sind wir es. Warum fahre ich die ganze Zeit rückwärts? Das ist irgendwie nicht angenehm. Also wohlgemerkt, ne? Das hier ist hinten, ne? Das ist so nicht korrekt. So, komme ich da jetzt schon ran? Boom! Sauerstoffblase weg, alle tot. GG. Oh, hör mir auf. Merkt ihr was? Es hat sich nichts geändert. Ich klopfe jetzt nochmal bei ihm an der Tür. Vielleicht ist er jetzt stolz auf mich und gibt mir ein Überraschungsei. Danke nochmal für den Tipp, Kiwi. Warum bitte schön? Hm? Hast du keine Beine? Was ist, wenn ich dir jetzt vor die Tür kacke und das Ding anzünde? Ja, da quietscht er einfach auf dem Badewannenrand rum, der Sack. Tut so, als würde er mich nicht hören. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt durch die Wand. Vielleicht kommen wir ja doch auf eine der fliegenden Inseln rauf, das wäre sehr schön. Komm nicht mit dieser suspicious music. Ich bin nicht suspicious. Oh, da hinten kann man durchfahren. Welch interessante Wendung dieser Welt. Dann nehme ich doch das Kart mit und stelle schon mal die Weiche hier um. Dann fahren wir direkt mit dem Kart durch, das passt schon. Ist die hier korrekt? Ja. Ist die hier korrekt? Ja. Yep.
Hier müssen wir einmal rüber und über durch. Das mache ich jetzt schon mal. So. Und die ist korrekt. Ja. Die kann ja gar nicht falsch sein. Wir kommen ja eh aus der anderen Richtung. Ich spoiler gar nichts. Tut sie nicht. War nicht gespoilert. Alles im Bereich des Vertretbaren. Blub. Ich erinnere Baume nur an Dinge, die er schon weiß. Ja, es war jetzt auch nicht. Es wäre auch. Ja. Es hat Sachen beschleunigt. Definitiv. Es war ein, sagen wir, ein Tipp, kein Spoiler. Nicht, dass ich sowas in Zukunft unterstützen möchte, aber es war ein guter Tipp, kurz bevor ich danach gefragt habe. Und da Kiwi ja eh, oder Trollin eh selber Streamer ist, Streamerin, und weiß, wie das ist, gespoilert zu werden oder Tipps zu kriegen. Ich kann da gar nicht rüber. Ach, verdammt. Dazu muss ich erst das Ding da kaputt machen. Ach Gott. Das nimmt hier Ausmaße an. Wir brauchen Dynamit. Definitiv. Ohne Dynamit wird das nicht. Die Wirbelwand ist weg. Ich wette, da ist kein Sauerstoff und ich sterbe jetzt. Warte mal. Wenn ich jetzt hier drüben durchgehe und das so ist, wie ich denke, wie es ist, dann müsste ich jetzt nur nach links gehen und dann diesen verlorenen Track finden. Also quasi hier durch. Ist da hinten noch so eine Spur? Ich habe schon wieder ein Foto gemacht, weil ich springen wollte, damit ich drüber gucken kann. Baldrian. Wie es ruckelt. Wie es einfach nur ruckelt, das Spiel. Sag mal, sind die Berge immer die gleichen? Die Berge sind immer die gleichen, ne? Da ist ja schon wieder der Wasser... Ist das der gleiche? Da hinten ist der Strom! Ich bin wieder in der gleichen Wubbel? Oh nein, jetzt komme ich nicht so. Jetzt komme ich nicht so. Nee. Nee, ich verlasse nie diesen Bereich. Ich gehe nur an einem Ende raus und komme durchs andere wieder rein. Oh, fuck me. Das ist ja wie täglich grüßt das Murmeltier. Da sind die Stromkabel, die in der Luft enden. Und was bringt mir das jetzt, lieber Briefkastenfreund? Das ist jetzt total toll, dass ich das kann. Nein, 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 es ist nicht. Das ist gar nicht. Das ist. Scheiße. Kiwi macht den Baume baldriansüchtig. Nein. Nein, dieses Spiel macht mich baldriansüchtig. Was ist das? Was bist du? Du machst nur Weiche, ne? Du machst nicht Tür auf? Du machst nicht Tür auf. Dann, ach nee. Wenn ich jetzt da rausgehe und dann nebenan reingehe und zurückkomme, dann stehe ich ja da drüben. So viel weiß ich schon mal. Weiß nicht, ob ihr meinem Gedankengang jetzt folgen könnt, aber ich gehe jetzt einfach mal... Ja, danke. Und jetzt gehe ich... Da lang. Okay, das macht keinen Sinn.
Das macht das Sinn? Wenn ich davor stehe, kann ich ganz knapp durchgucken. Und wenn ich jetzt nach links gehe, dann gehe ich auf der anderen Seite nach rechts. Ja. Wenn ich hier nach links gehe, gehe ich drüben nach rechts. Weil ich über die Mitte quasi eine Sekante bilde, ne? Die sich mit der anderen Tangente, die zu mir parallel liegt, jenseits des Mittelpunkts kreuzt. Habe ich gerade gesagt, dass sich Tangenten kreuzen? Ja, in dieser Welt schon. Gut, gut, da kann man ansetzen, damit kann man Dinge tun. Das wird mein Verstand hart ficken. Aber es heißt so viel, dass egal wo ich durch die Wand gehe, ich auf der gegenüberliegenden Seite wieder reinkomme. Nicht raus, sondern rein. Das war kein Versprecher. Also gehe ich jetzt mal da lang. Weil ich muss jetzt irgendwo einen Weg finden über diesen Schnittpunkt, der mich wo reinsetzt, wo ich so nicht rankomme. Wie hier. Ne? Weil hier waren wir noch nicht und deshalb ist es gut. Glaube ich. Hallo? Ich glaub, hier sind wir. Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir definitiv richtig. Das sehe ich schon hier an diesem Farn. Den da. Der hat uns vorhin schon von oben gewunken. Und das ist gut so. Hier gehen auch wieder Gleise lang. Die Gleise sind wahrscheinlich alle so verlegt worden von den Menschen hier, die anscheinend früher schon mal durch die Kuppel gehen konnten, was sie jetzt anscheinend nicht können, dass das alles Sinn macht. Good gracious me, hier war ich schon mal. Hier, da rechts ist das Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte, ich muss nochmal hier kurz rein. Kleinen Moment. Baume spielt eigentlich nur Snake. Ja, 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 korrekt. Ich folge jetzt hier mal den Schienen. Das geht mir in Schienen zu weit. Oh Gott, ich bin schon wieder an dieser scheiß Tür. Kann ich die vielleicht von Hand hochstemmen? Das habe ich noch gar nicht probiert. Nee, die muss zur Seite geschoben werden. Kann ich das tun? Warum sollte hier denn auch nur irgendwas funktionieren? Ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich alle mal. Die Zelle, so hatten sie das doch genannt, ne? Fucking hell. Oh, ist das schickend, dass ich jetzt immer über den Mittelpunkt denken muss, wobei ich noch gar keine so richtige Vorstellung habe, wo hier geografisch gesehen überhaupt oben und unten ist. Aber dass ich jetzt immer über den Mittelpunkt denken muss, wenn ich irgendwo durchgehen will, wo ich denn da womöglich rauskommen könnte. Warte mal, da oben war da auch noch so eine Wand, ne? Aber da war Wasser im Weg, da konnte ich nicht durch. Ah, es ist schickend. Kann ich hier rüberlaufen? Nee, ne? Das sind Steine, ne? Von Steinen kann man nur Fotos machen. Genau. Aber man kann halt nicht springen. Warte mal, was ist das für eine Ecke? Ist das ein Secret? Nee, ne? Nee. Nee. Nee, hier ist der Friedhof. Das hilft mir nicht, ne? Wenn ich hier links laufe, laufe ich drüben rechts. Gott, das ist weird. Oh Gott, ich will hier raus. Baume, du musst mehr trinken, damit du das alles verstehst. Ivy, da kommt die Kellnerin in dir durch. Also nicht Kellner, ich weiß, du bist keine Kellnerin, du bist sehr viel mehr als das. Aber mir fällt gerade der passende Begriff nicht ein, sorry. Sorry, es ruckelt gerade auch sehr, habe ich das Gefühl, sehr. Jetzt geht's wieder. Ui, toll. Ich komme gerade dazu, verstehe nichts. Ist das der Alkohol oder ist das wirklich Brainfuck? Ja, Trollen hat schon die korrekte Antwort geliefert. Es ist, wenn ich ehrlich bin, mehr Brainfuck als Alkohol. Geht's hier durch? War ich hier schon mal? Hier war ich noch nicht, hä? Das ist neu. Ja, das ist neu.
Die Tür geht bestimmt nicht, weil hier geht nicht eine Tür. Oh, oh, ist das der... Der Baum sieht komisch aus. Oben ist er cool, der Stamm ist auch cool, aber der Teil in der Mitte ist irgendwie seltsam. Lass mich raten, die Tür geht nicht. Aber warum auch? Warum sollten Türen auch gehen? Ist das alles scheiße hier? Oh Mann, ey. Es ist echt weird. Ich muss gerade an den Turing-Test denken und der war wirklich einfach im Vergleich zu dem hier. Weil das hier, es lässt sich gar nicht beschreiben, was das eigentlich ist. Weil ich meine, jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, denke ich mir so, oh fuck, ich kann mit der R-Taste den Wasserfall wieder anmachen. Vielleicht komme ich jetzt da durch die Tür, weil wir jetzt Strom haben. War da hinten noch irgendwo eine Wubbelwand? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ach, ist das zum Kotzen. Da hinten war ein Türschloss, ja. Aber bringt mir das was? Ich fahre jetzt nochmal mit dem Fahrstuhl nach oben. In der Hoffnung, dass der geht. In der Hoffnung, dass der Fahrstuhl ohne den Wasserfall funktioniert. Weil da oben habe ich eine Wubbelwand gesehen. Und wenn ich da durchgehe, also da oben dann, müsste ich auf der gegenüberliegenden Seite wieder rauskommen. Und da hinten ist vielleicht ein Bereich, in dem wir noch nicht waren, der mich irgendwie bewegend weiterführt. Oder ich klingel nochmal bei ihm hier. Nee. Bitte? Verdammter Huso, was? Also hat er doch keine Beine. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie es bereits gemerkt haben, aber in diesem Spiel wird's kompliziert. Yay! Oh, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Der Baum ist in der Mitte, das macht Sinn. Ich stehe gerne im Mittelpunkt. Fuck, sorry. Falsche Szene, immer noch. Entschuldigung. Psst. Danke, danke, danke. Er hat gerade gesagt, der Baum ist das Zentrum von allem. Bitte. Baume braucht einen Enttüdelungsvertüdeler. Ja. Ivy Wirtin? Wirtin trifft's gut, ja. Ich nenne dich ab jetzt Virtuosen. Es ruckelt hier gerade wieder ganz schön. Ich frage mich, warum das Spiel so hart auf die CPU geht. Okay, hier kann man gar nichts mehr machen. Abracadabra, simsalabim, bambasaladu saladim. Geht's jetzt? Nein? Dann lasse ich ihn an, weil ich ihn hübsch finde. So. Gott, warum ruckelt's hier so? Hui. Schnell weg. Oh. Oh. Okay, ich soll irgendeinen Stecker in eine Steckdose, in eine Batterie stecken. Ich glaube, das habe ich da oben bereits getan.
Wenn er den Grill da oben meint, wo das Ding ins Kirchens drin war. Ach nee, damit habe ich nur den Motor fürs Kart angeworfen. Ich soll nur irgendeine andere Steckdose in den Stecker von der Batterie verdingsen. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo. Ich bin unaufmerksam. Es tut mir leid, damit müssen wir jetzt alle leben. Das ist jetzt der Fluch, den ihr für mich mittragen müsst. Meine Unaufmerksamkeit. Mein ADS, das ich gerade extra für euch entwickelt habe. Oh Gott. Alter Finne, ich glaube, es wird langsam mal Zeit für eine Pipi-Pause, aber ich will nicht wirklich aufhören mit dem Spiel. Ass. Das macht nicht Sinn. Das macht nichts Sinn. Hier ist nichts, ne? Ich kann ja auch nicht durch eine Wubbelwand durch, ne? Vielleicht wollten sie ihren Weg zur Wubbelwand graben, um eine Abkürzung zu schaffen, aber dann sind irgendwann alle weggepufft. Was ist das? Eine Schnecke. Oh, das spiegelt die Geschwindigkeit meiner Spielseweise wieder. Spielseweise. Sagte er nicht im Herz des Baums? Im Herz des Baums ist die Batterie? Er meinte, ich soll mich unter dem Herz des Baums, also unter dem Baum, im Herzen dieser Welt soll ich mich begraben. Ist da auch die Batterie? Weil ich komme ja nicht ran an den Baum. Da waren wir ja gerade eben schon. Das ging ja nicht. Die Tür ist ja zu. Deshalb muss ich irgendeinen anderen Weg finden. Deshalb gehe ich wieder zurück in den anderen Teil da drüben in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Shortcut ist, den ich nutzen kann, um mich auf die gegenüberliegende Seite zu teleportieren. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Und diese Mikroruckler gehen mir wirklich, wirklich, wirklich auf den Keks. Ich denke, wenn man das zu Hause selber spielt, ohne es zu streamen, ist das nicht so das Problem. Aber halt eben, ne, das Umrechnen in das Videomaterial und so weiter, das frisst halt unglaublich CPU. Würde ich das jetzt nicht live streamen, sondern nur mit Fraps aufnehmen, wäre das wieder eine ganz andere Geschichte, weil dann müsste ich es im Nachhinein rendern. Da würde das erstmal nicht so viel CPU fressen, aber ich mach's halt lieber live. Ne? Ningeln auf hohem Niveau. Sehr schön. Haken was darunter ab. Ihr dürft auch gerne Mimi in den Chat schreiben. Seit wann heißt Pause denn aufhören? Was? Was? Wer will, dass ich aufhöre? Ich höre gar nicht auf. Nein, Pause. Pause. Ich meinte Pause. Warum bauen die hier überhaupt so eine fette Mauer hin? Hier muss es ja mal einen Wahnsinnsstreit gegeben haben, als die gemerkt haben, man kann hier nicht mehr durch die Portalwand gehen, dass die irgendwann durch die Mitte dieser Welt eine riesige Mauer gezogen haben. Kann ich hier vielleicht das Garagentor aufmachen? Das wäre der Shit, Mann. Schade. No smoking. Das erklärt, wo das Wasser herkommt. Das fließt hier einfach die ganze Zeit im Kreis durch diese Portalwand. Das ist irgendwie cool. Nee, hier komme ich auch nicht lang. Und dieses Geruckel geht mir gerade so auf die Nerven. Dass das Spiel so viel CPU frisst. Entschuldigung, ich gehe nochmal kurz in die Grafik-Settings rein. In der Hoffnung, dass ich es mit der Grafik irgendwie kompensieren kann. Ich weiß nicht, warum das hier so ruckelt. Ich stelle es nochmal auf Mittel. Wo ist denn die Auflösung bei hoch? Da ändert sich gar nichts, ne? Anwenden. Weil mich nervt das Ruckeln gerade ein wenig. Es ändert sich halt nichts. Es ruckelt immer noch. Die Grafik sieht auch ganz genauso aus. Naja, ist es ein bisschen körniger geworden irgendwie. Das ist ein komisches Spiel. Anwenden, fortsetzen. Das ist echt komisch. Ich weiß nicht, wo hier die CPU hinfliegt. Das ist... Alle anderen Spiele kann ich auch gut spielen. Bäh, warum kann er denn da nicht durch? Diese Ruckler. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Stream seht, aber ich denke mal ja. Oder auf YouTube halt. Ich glaube, ja. Wird halt Zeit für eine Pipi-Pause, aber irgendwie will ich aufhören mit dem Spiel. Nee, hab ich gesagt, ich will aufhören? Vielleicht. Vielleicht will ich das wirklich. Aber ich will nicht aufhören mit dem Spiel. Das hab ich gesagt. Ich will nicht aufhören. Nicht, ich will aufhören. Warum kann mir eigentlich keiner die Kombination für die Tür geben? Kann ich hinten durch? Komme ich dann zu einer Wubbelwand, die jetzt nicht mehr wubbelt, weil ich es entwandet habe?
Ist das der Shortcut, den ich die ganze Zeit suche, der mich irgendwo hinbringt, wo es cool ist? Oder komme ich hier nur auch wieder zum Friedhof? Ich will nicht aufhören. Dann ist doch alles gesagt. Ach Gottchen. Was mache ich mir überhaupt eine Platte? Wo geht's hier hin? Ich will nur mal kurz durchschauen. Kenne ich das? Bin mir nicht sicher, ob ich das kenne. Ich gehe erstmal da lang. Wo bin ich jetzt eigentlich? Okay. Okay, mit sowas ähnlichem habe ich... Oh Gott, wie das ruckelt, wenn ich mich umdrehen will. Mit sowas ähnlichem habe ich gerechnet. Ich muss da unten durchgehen, um zu der Wand zu kommen. Und jetzt bin ich hier oben und kann hier nicht drüber, weil ich die Tür vorher erst schließen muss. Oh, ist das nervig. Wo komme ich raus, wenn ich hier durchgehe? Ach, hier kann er hochlaufen, ja? Aber sonst immer erstmal ein Foto machen, wenn ich wo lang will. Das können wir leiden. Warte mal, wenn ich das richtig sehe, dann gehen die Kabel da oben in die Kuppel rein und dann müssten die gegenüber, also unten in der Erde, wieder rauskommen. Also... Da unten in der Erde irgendwo und dann da irgendwo hinführen, von wo sie Strom beziehen. Das ist cool. Was bist denn du? Kann ich mit dir irgendwas machen? Hä? Gewonnen. Alles klar. Ich hab gewonnen. Das Spiel ist vorbei. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Für die YouTuber gibt's jetzt hier einen Cut. Die Folge ist vorbei. Gott, das ist weird hier. Für die Twitches gibt's jetzt erstmal nur eine Pause. Wir werden danach noch weiterspielen. Ich gehe jetzt erstmal auf Toilette. Und ich werde nebenbei mal noch gucken, ob ich irgendwas an der Performance drehen kann, weil das Spiel gerade so ruckelt, das nervt mich wirklich extrem. Das nervt mich wirklich extrem. Ja. Den YouTubern sei schon mal gedankt. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Tschüssikowski.